Blutkonserven werden dringend benötigt. Doch nicht jeder ist als Spender zugelassen, um das Risiko für die Übertragung von Infektionskrankheiten möglichst gering zu halten. Auch homosexuelle Männer durften noch bis 2017 kein Blut spenden. Dann gab es eine Änderung des Transfusionsgesetzes, die das Blutspenden für sie erlaubt, allerdings nur nach einem Jahr Enthaltsamkeit. Die Änderung ist meines Erachtens jetzt ein Schritt insofern in die richtige Richtung, dass man erkannt hat, dass die Infektionszahlen auch gerade bei den Männern etwas zurückgegangen sind. Und wir reihen uns jetzt ein in andere Länder, wo das eben schon seit einigen Jahren so ist, dass da eben in ähnlicher Weise ein Jahr sexuell enthaltsam, so will ich es mal nennen, dann eben eine Spende möglich ist. Und insofern ist es eben ein guter Schritt, den Deutschland begangen hat. Doch für Paul Ruback ist auch diese neue Regelung diskriminierend und nicht nur für ihn. Seine Initiative »Auch Homosexuelle können Leben retten« wird mittlerweile vom Landesverband für Schwule, Lesben und Transgender getragen. Mit dessen Unterstützung erhofft sich Paul Ruback, auch bundesweit mehr Gehör zu finden, denn ein Jahr Enthaltsamkeit sei völlig realitätsfern und bedeute faktisch nach wie vor einen Ausschluss der Schwulen vom Blutspenden. Wir haben ja im Transfusionsgesetz das Problem, dass wir uns mit völlig veralteten Vorurteilen konfrontiert sehen. Schwule gleich HIV und so weiter und so fort, was ja vielleicht mal in den 80ern so gewesen ist, dem ist heute nicht mehr so. Es muss definitiv wirklich überarbeitet werden. Auch die Infektionskrankheiten, die sind mittlerweile nach 6 Wochen nachweisbar. Durch diese völlig veralteten Vorteile haben wir mit der Problematik zu kämpfen, dass in der Öffentlichkeit wieder breitgetragen wird, die Männer, die Sex mit Männern haben, wirklich auch nicht auf Verhütung achten und so. Das ist alles nicht der Fall. Also wir haben eine sehr gute Aufklärungsarbeit in der LSBTI. Leichter Online-Sprechstunden nutzen. Kurios, selbst Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dürfte kein Blut spenden. Wir hatten auch versucht, mehrfach einen Kontakt herzustellen zu Herrn Spahn und ihn damit zu konfrontieren. Aus der Bundesbehörde bzw. aus dem Bundesministerium heißt es immer wieder, er ist mit diesem Thema konfrontiert worden, er versucht sich zu bemühen, aber die Baustellen sind im Moment woanders. Auch Rostocks CSD-Vorsitzender Andy Szabo unterstützt seit 2017 die Initiative von Paul Ruback. Er wäre gerne selbst Blutspender, doch auch er wird schon fast durch den Fragebogen, der vorab von jedem auszufüllen ist, abgeschreckt. Hatten Sie in den letzten 12 Monaten Sexualverkehr mit mehr als 3 Partnern? Das kann er verneinen, doch dann die Frage, hatten Sie schon einmal Sexualverkehr mit einem Mann? Wenn ja, fand dieser Kontakt innerhalb der letzten 12 Monate statt? Er gibt eine ehrliche Antwort. Mit dem ausgefüllten Fragebogen geht er zunächst zur Vorsorgeuntersuchung im Blutspendemobil. Und schließlich steht das vertrauliche Gespräch mit der Ärztin an. Sie entscheidet letztlich, ob er spenden darf, richtet sich dabei aber an die gesetzlichen Vorgaben. Am Ende kommt es so wie erwartet. Andy Szabo verlässt unverrichteter Dinge das Blutspendemobil. Dann wird mir gesagt, ich solle 12 Monate keinen Sex haben. Wer schafft das? Also, das hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Und dann sagen Sie aber, Sie brauchen ganz dringend Blut und schließen aber 10% der Bevölkerung kategorisch aus. Hätte ich also jetzt die Unwahrheit gesagt, hätte angekreuzt, nein, das habe ich nicht, hätte ich Blut spenden dürfen. Als ich die Ärztin darauf angesprochen habe, aber dann hätte ich auch doch jetzt lügen können, sagt sie, ja, aber die Verantwortung liegt ja auch bei jedem selbst. Die Verantwortung liegt ja bei dem, das geht ja um den Empfänger. Und das Risiko bei dem Empfänger ist halt immer da und das will man ausschließen. Richtig ist, obwohl jede Blutspende getestet wird, bleibt ein Restrisiko. Wir haben natürlich unsere Erfahrungswerte, dass man, obwohl jede Blutspende ja getestet wird auf AIDS, Gelbsucht, Syphilis, gibt es eben gewisse Zeiten, bevor eine Infektion erkannt werden kann. Das liegt in der Natur der Sache, dass sich ein Virus erst vermehren muss, bevor es dann eben auch mit den empfindlichsten Tests nachgewiesen werden kann und ein Test positiv ist. Insofern ist erstmal die Rückstellung vorerst von einem Jahr gerechtfertigt und die nächsten Jahre und die Infektionszahlen werden es letztendlich dann zeigen, ob man möglicherweise an dieser Zeit noch etwas ändern kann.
Für Paul Ruback und André Szabo ist die Frist von einem Jahr dennoch unverständlich. Ein Pfleger, der in einer HIV-Station arbeitet, werde nur 4 Monate zurückgestellt. Beide kämpfen weiter dafür, dass Vorurteile abgebaut werden. Männer, die Männer als Partner haben, sollten nicht generell als Risikogruppe eingestuft werden, denn entscheidend für das Risiko sei, wie viele wechselnde Partner man hat und ob die Sexualpraktiken sicher oder nicht sicher sind, nicht aber, ob man homo- oder heterosexuell ist. Das Problem ist, dass das abschreckend wirkt, weil es medial ja auch so ein unglaubliches Durcheinander ist. Was darf man jetzt nun und was darf man nicht? Und als speziell als Mann, der Sex mit Männern hat, die ja explizit ausgeschlossen werden, Homosexuelle sind ja auch Lesben, muss man dazu sagen, also für die, die das nicht wissen, dass diese Ausnahme oder diese Regelung gilt ja ausschließlich für Männer, die Sex mit Männern haben. Das ist abschreckend, verwirrend und definitiv nicht gleich allen anderen gegenüber. Und das hat nichts mit dem Ansteckungsrisiko zu tun, weil das ist bei heterosexuellen Paaren oder bei Geschlechterwechsel in der Sexualität ist die Ansteckungsgefahr mittlerweile genauso hoch. Eine Regelung, die nur 4 Monate Enthaltsamkeit vorsieht, das wäre für Ruback schon ein Fortschritt und eine Befragung nach dem Sexverhalten unabhängig von der Sexualität. Geplant ist, sich mit anderen vergleichbaren Initiativen in Deutschland zusammenzuschließen und so ein bundesweites Umdenken anzustoßen.